Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute schon wieder in meiner Küche. Ich habe einfach gedacht, ich muss die Gunst der Stunde nutzen und wieder ein bisschen mit euch rüsten, zeige euch wieder ein bisschen unsere Nacht und erzähle ein bisschen. Und zwar ist es so, wir tun heute grillieren. Wir haben im Lidl die Spanisch Tortilla gekauft und wir haben immer in Mallorca, wenn wir unsere Camps machen, haben wir die Tortillas. Nicht genau die, aber so ähnliche. Und sie sind immer so fein. Wir haben keine Mikrowelle, oder ich muss anders sagen, wir haben eigentlich einen Steamer. Und ich glaube, er hat eine Mikrowellenfunktion, aber ich habe es einfach noch nicht ganz geschnallt. Darum, ich mache es einfach in der Bratpfanne. Oh, das geht nicht gut. Und dazu gibt es die vegetarischen Plätzchen. Dann haben wir noch Maiskörbe. Mal schauen, ob wir die machen. Ich tue meistens im Fall einfach so ein bisschen Öl in die Hand nehmen. Das einschmieren so und dann kommt immer ein bisschen drauf an. Entweder ein bisschen Aromat dran oder ein bisschen Salz. Und dazu habe ich mir gedacht, würde ich gerne einen Salat machen. Und ich tue meistens, wenn ich Gemüse rüste, das geht für ein paar Tage machen. Also, wenn ich jetzt einen Salat mache, tue ich einfach keinen Blattsalat dran. Das heisst, man kann ja mega lang heben, so offen oder auch mit einer Soße. Und das machen wir jetzt. Ich habe da einmal ein bisschen Gurken, einmal ein bisschen Tomaten und Peperoni. Ich finde die einfach super. Ich weiß gar nicht, ob die. Sie heißen auch einfach Red Peppers. Ich weiß nicht, ob man denen einen anderen Namen sagt. Und ich finde einfach so gäbig, weil die nicht so viele Kerne haben, hat man nicht so einen Puff. Und sie sind aber auch mega saftig. Und darum eignet sich die super. Ich kaufe Gurken immer Bio, weil ich verwende sie gerne mit der Schale. Hauptsächlich. Oh Mann, das tönt damals. Aber hauptsächlich, weil ich zu faul bin, um sie zu schälen. Darum, genau, einfach falls ihr euch wundert. Oh, und ich kann euch nachher noch zeigen, was ich für ein Dressing gemacht habe. Weil ich habe eins gemacht, das eigentlich noch recht gesund ist. Und ich glaube, Salatsauce ist immer so etwas, das mich mega interessiert. Das ist mir mal aufgefallen. Und darum zeige ich euch das nachher. Sonst so bezüglich meinem Zuckerkonsum. Ich habe das noch nicht mit euch besprochen. Und auch das sehr ein sehr beliebtes Thema. Kommt gerade meine Bürofee und wir müssen schnell Büro machen. Wir hören uns nachher. So, da bin ich wieder. Büro fertig. Ihr seht, in unserem Job gibt es auch keine Arbeitszeiten. Nein, aber ist ja super. Sie wohnt mega in der Nähe. Und darum, wenn irgendetwas ansteht, können wir das auch gerade schnell regeln. Folgendermaßen, wo sind wir stehen geblieben? Bei meinem Zuckerkonsum. Und zwar ist es so, ich habe irgendwie einfach so ein bisschen festgestellt, dass mein Süßigkeitenkonsum wirklich eine Dimension angenommen hat, die nicht mehr ganz normal ist. Also für mich nicht mehr normal, sagen wir es so. Ich habe wirklich nach jeder Hauptmahlzeit irgendetwas Süßes gebraucht. Also ab dem Moment, wo ich. Wieso ist der daneben? Wo ich jetzt auch nicht geschaut. Ab dem Moment, wo ich das Geschirr abgeräumt habe. Sorry, das sind wohl die unkoordiniertesten Videos ever, aber es sind wenigstens echt. habe ich das Geschirr in die Küche gebracht und wirklich gerade etwas Süßes müssen essen. Egal wie voll das ich war. In mir war wie so ein Türchen noch offen und ich musste es einfach füllen. Und also ich muss jetzt da nicht so reden, als wäre das ewig her. Das war ja bis letzte Woche noch so gewesen. Und das war eigentlich wie so nach dem Znacht. Dort hat aber so ein bisschen eine Reihe Schoki oder 4-5 Gutzli oder so gelangt.
Und dann bin ich aber meistens noch halt vor dem Fernseher, weil jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Zeit oder ich bin auch einfach früher daheim. Und habe gemerkt, wenn ich jedes Mal, wenn ich vor dem Fernseher bin, noch wieder etwas holen. Und ich lege dann halt die Packung neben mich an beim Sofa und habe einfach so ein bisschen gedankenlos immer gesnackt. Und das war eigentlich das, was mich ein bisschen gestresst hat, wenn man das so sagen kann. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, es war einfach so unüberlegt. Und ich habe teilweise auch nicht mehr so richtig realisiert. Jetzt hat noch ein Viech auf mir. Wie viel das ist. Also, ich konnte locker einfach so nicht in Git einessen, aber wenn man 2-3 Stunden am Abend vor dem Fernsehen ist, dann kann bei mir schon eine halbe Packung Merci dann weg sein. Und ich merke das nicht unbedingt. Und darum, ja, habe ich mir so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also komm, ich bin ja damals recht radikal, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe ja auch früher geraucht. Ich bin jetzt seit 5,5 Jahre ja, rauchfrei. Und auch dort, ich habe einmal den Entschluss gefasst und aufgehört. Und genau gleich war es eigentlich mit dem Süßen. Ich habe mir gar nicht so viel überlegt. Und letzten Freitag hatte ich nicht mehr das Gefühl, oder ist mir der Gedanke gekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, hör ich mal auf, ständig so viel Süßes essen. Und verzichte da einfach mal drauf. Und ich muss wirklich sagen, es geht hier um einen Verzicht von Süßem, also eben so Schoki und Guetzli und so. Ich habe einen Käfer an mir. Oh Gott. Oh, irgendwann komme ich wahrscheinlich in so einer Fail-Show nicht. Ich habe übrigens gestern schon wieder Wasser über meinen Laptop geleert, aber es war wenigstens mal zu. Es hat ihm nichts gemacht. Und genau, da habe ich mir das vorgenommen und ehrlich gesagt, ich meine wirklich, für das, dass mein Zuckerkonsum echt hoch war, ist es mega gut gegangen. Ich habe wirklich gemerkt, wenn ich nicht damit anfange, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber sobald man halt anfängt, ich sage jetzt vor dem Fernsehen, ich habe einfach wirklich amigs Mühe gehabt zum Aufhören. Oder habe es nachher schon weggelegt, aber dann halt vielleicht nach einer Stunde wieder geholt oder ja, so ein bisschen in die Richtung. Und demnach muss ich sagen, bin ich sehr erstaunt, wie einfach das gegangen ist. Inzwischen, jetzt halt in dieser ersten Woche, muss ich schon sagen, ich halt amix jetzt einfach so ein bisschen kompensiert mit Trockenfrüchten und Nüssen. Aber ich würde sagen, nie mehr in diesem Ausmaß, wenn ich das gemacht habe mit dem Süßen, also wirklich nicht. Und von dem her ist es auch völlig okay. Und was ich muss sagen, und das finde ich das Allerspannendste und kann ich mir nur bedingt erklären, ist, dass ich nie mehr so Hunger habe wie vorher. Und ich meine nicht mit dem, dass ich weniger esse, gar nicht. Ich glaube, ich esse ein bisschen mehr Hauptmahlzeit, weil ich glaube, früher schon am das Türchen ein bisschen, ich habe schon extra vielleicht nicht mich voll gegessen, weil ich wusste, ich esse ja nachher noch Süßes. Und wirklich an einem Abend, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, habe ich es mir auch gesagt, weißt du, schon lustig. Ich esse ein Magnum-Glacé, dann noch, was haben wir noch gehabt? Ich glaube, was haben wir sonst noch gehabt? Irgendwie ein bisschen Schoki, ein bisschen Guetzli. Und nachher bin ich nochmal etwas geholt. Also, ja. Es hat wirklich Dimensionen angenommen. Und was mir aufgefallen ist, hast du Hunger? Du kannst nachher den Grill warm machen. Ist, wenn ich heimkomme am Abend, vor allem und nein, am Mittag auch, es spielt mir nicht mehr so eine Rolle, ob das Essen gerade bereit ist. Und ich meine, jetzt ist 20 ab 7. Leute, ich sage euch, wenn es sonst 5 ab 6 war, ich bin fast am Muck gelaufen, wenn das Essen nicht bereit war. Ich hatte wirklich so Hunger. Ich habe mich fast vom Heimfahren sogar schon so Hunger gehabt, ich habe mich auch nicht angerufen und gesagt, ich muss sofort etwas warm machen und anfangen zu kochen, weil ich so Hunger hatte. Und das ist einfach voll weg. Und ich muss sagen, meine Erklärung momentan ist einfach, dass halt der Blutzuckerspiegel nicht mehr so gefordert wird.
Und ich glaube, dass es von dem kommt. Wieso habe ich nicht wirklich eine Erklärung? Ich glaube nicht, dass ich mehr esse, so kalorienmäßig, weil das sind ja wirklich viel gsi. Was machst du? What did you see? Da in die Kamera. Ist mein cooles Stativ nicht gesehen? Wolltest du dort ja auf dem Grill machen oder in der Pfanne? Nein. Komm, wir probieren es mal auf dem Grill. Jetzt bist du in der Pfanne zu dir. Hast du jetzt das wirklich gesehen? Ja, so ist es. Und das ist etwas, was mir mega aufgefallen ist. Und ich muss wirklich sagen, es war mir nicht bewusst, wie einfach das ist, um darauf zu verzichten. Ich bin wirklich stolz. Und was mir aber schon auch wichtig ist zu sagen, ist, ich tue einfach so ein bisschen auf Süße verzichten und nicht auf Zucker allgemein. Also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, es gibt ja mega viele, die so zuckerfreie Challenge machen und das ist überhaupt nicht meine Idee dahinter. Also ich will wirklich einfach so ein bisschen auf die süßen Sachen verzichten. Das heisst auch nicht, dass ich das nie mehr esse, aber einfach so ein bisschen mit mehr Bedacht. Und ich tue aber zum Beispiel auch nicht auf Ketchup verzichten oder auf Joghurt. Oder ich meine, jedes Milchprodukt hat einen Zuckeranteil, nur schon wegen der Laktose. Und zum Beispiel nur schon der Mais hat 7 Gramm Zucker. Also ich bin nicht crazy, Leute. He? Also ich esse ganz normal. Es geht nur um das Süße. Und darum würde ich auch sagen, das ist nicht zuckerfrei. Weil zuckerfrei ist meiner Meinung nach auch recht sinnlos. Plus, vor harten Trainings würde ich nach wie vor empfehlen, zum Zucker beiführen oder zumindest einfach verwertbare Kohlenhydrate. Und das sind halt teilweise Zucker. Darum, ja, einfach, dass wir uns da nicht falsch verstehen, kann ich das noch schnell sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Zuckerzeug, gerne melden. Dann haben wir den Salatsauce, den ich euch gesagt habe. Habe ich heute Mittag gemacht und ist mir wirklich noch fein geworden. Es hat drin Orangensaft, Reismilch, Rapsöl und Weisswein-Essig. Dann hat es ein bisschen Bouillon drin, also einfach das Pulver, ein bisschen Kurkuma, Pfeffer und ein bisschen Ibiza-Salz. Und das ist eigentlich alles. Das tun wir jetzt so dran. Oh, und frische Kräutchen. Du hast nicht gerne Feta. Bist du müde? Ich will ganz drauf tun. Das morgen hast. Ja, ich glaube schon. So. Und dann haben wir die Soße. Übrigens, Soßen, aber ich glaube, das wissen wir. Meistens rechte Kalorien fallen. Vor allem wegen Öl. Oder halt Rahm, Mayonnaise, so wie diese Sachen. Und darum sind immer vorsichtig. Ein Esslöffel Öl hat 120 Kalorien. Und bei einer Zwischenmahlzeit von einer Frau würde ich sagen, rechnet man mit etwa 250 Kalorien. Und das heisst, zwei Esslöffel Öl sind eigentlich eine ganze Zwischenmahlzeit. Also sind euch dessen einfach immer bewusst. Ja, viel mehr habe ich glaube nicht hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen spannend gefunden. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, würde ich sagen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Subscribe. Und hinterlasst einen Kommentar, weil ich habe einfach Freude daran. Also, willst du etwas sagen? Ja. Also, einen schönen Abend. Ciao.